Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von dem wunderbaren Doki Doki Literature Club. Ich habe jetzt wieder einiges an den Einstellungen herumgedreht, also ich hoffe, dass es einmal einigermaßen funktioniert mit der Lautstärke. Ich hatte das Problem beim wo ich The Forest aufgenommen habe, dass ich da der Dorian viel zu leise war. Ich war zu laut, er war zu leise. Da haben wir Issues gehabt. Nichtsdestotrotz wird uns das nicht aufhalten, hier weiterzuspielen. Ich glaube, der Save war. Ja, das war der Holy Sh. Hä? Was? Ich habe da 2018 schon einen Test-Save gemacht. Das ist crazy. Das ist crazy. Da sieht man mal, wie lange man die Sachen schon in der Steam-Bibliothek hat. Wie dem auch sei, wir machen weiter bei diesem Save. Die wieder. Also. Das letzte Mal ist es, glaube ich, darum gegangen, dass jeder seine Poems vorstellt und wir sind immer noch nicht beim Festival. Was? Meine Catchphrase? Was meinst du damit? Ich habe keine Catchphrase. Jeez. Warum ist es eine komische Stimmung momentan? Selbst Yuri ist dagegen nicht immun. Wenn die Luft stehen bleibt, dann kündigt das irgendwas Komisches an. Vielleicht in deiner Welt. In meiner Welt ist stehende Luft nur Sexual Tension. Brauche mein Wasserglas, weil ich in den ganzen Text-Adventures immer sehr, sehr viel labern muss und da wird der Mund gerne trocken. Weil in der Früh habe ich schon ein Heferl runtergeschmissen, also werde ich diesmal extra careful sein. Look, the only thing different is that Sayuri isn't here. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wie denn auch sei. Sayuri hilft immer, dass die Stimmung ein bisschen aufgelockert wird, aber ich frage mich, wo sie momentan ist. Ja, wo ist sie wirklich hingerannt? Ich habe gedacht, sie geht nur ins Badezimmer, um schnell Wasser zu lassen. Natsuki, bitte hör auf. Oh, come on, wir haben alle menschliche Bedürfnisse. Nein, ich glaube, sie ist früher heim. Ist irgendwie schlecht gegangen. Ist denn wirklich so? Ich hoffe, ihr geht's gut. Seriously? Okay, ist ständig mit ihr heim, aber nur wenn sie nicht gut geht, gehst du nicht mit ihr heim? Was ist das bitte für eine Freundschaft? Was? First of all, es ist eine platonische Freundschaft. Second of all, hat sie keinen Bock mit mir zu gehen. Was? Guys, calm the fuck down. Ich kann die Situation handeln. Ich habe vorher mit ihr geredet und sie hat gesagt, das passt alles. Anyway, wir müssen die Festival Preparations angehen. Lass uns die Aufgaben verteilen. Ich weiß bereits, was ich mache. That's right. Hat sie gemacht die Cupcakes? Kannst du 5000 Cupcakes machen? Ich würde die ganzen Pamphlete austeilen. Juri? Juri, was machst du? Guys? Was könnte Juri tun? Shish-Kebab. I'm useless. Nigga, das stimmt überhaupt nicht. Du bist so fucking talentiert. Natsuki ist einmal wieder on the edge heute. Jesus Christ, guys. Können Sie nicht einmal miteinander auskommen? Das ist ja wirklich schlimm. Jesus Christ. Juri, das ist ein wunderschönes Handwriting. Solltest Banner und Dekorationen gestalten, um die Atmosphäre oben zu halten. Ich liebe Atmosphäre.
Juri wirkt fokussiert und beginnt zu nicken. Ah, du beginnst bereits über die Festival Preparations nachzudenken. Sehr, sehr vorbildlich. Du wirst eine wundervolle Hilfe sein, Juri. But anyway, Mandango. Du bist mega useless. Joking. Du solltest ihnen helfen bei ihren schweren Aufgaben. Entweder hilfst du mit dem Cupcakes backen oder mit den Dekorationen. Ist Monika suggesting a spend a night? Wie zum Fick sollen wir hier übernachten, ohne dass mal da was geht? Natsuki findet wieder eine Ausrede, damit wir Zeit miteinander verbringen können. Natsuki, du hast gesagt, du willst alleine backen. Mandingo hat keinen Bock, herumgeschubst zu werden von dir. Was der ist. Hold on, den Scheiß habe ich nicht mehr gesagt, Alter. Außerdem, wie schwer kann es sein, ein paar Dekorationen zu machen? What the fuck? Und zu backen ist keine schwere Arbeit. Guys, guys, calm the fuck down, calm the fuck down. Im Endeffekt muss sich Mandingo entscheiden, was er machen will. Besides, außerdem hat Mandingo noch gar keine Alone Time mit mir gehabt. Oh my god, you're literally such a fucking dumb bitch. Sorry, sorry. Jeez, Louise. Mandingo, bist du okay mit der ganzen Sache? Natürlich, whatever, man. Wenn ihr alle endlich einmal aufhören wollt, würdet's zu talken. Ich würde gern. Jetzt kann ich mir auswählen, also ich kann entweder mit Natsuki backen oder ich kann mit Juri Dekorationen aufhängen, mit Monika irgendeinen Scheiß bauen und Sayuri suchen gehen. Ich bin so interessiert dran, was mit Monika da überhaupt für Aktivitäten anstehen. Weil sie überhaupt noch nicht gesagt hat, worum es geht. Aber ich glaube, ich habe jetzt da schon diese ganze Plotline mit Natsuki romancen. Ich glaube, ich muss das jetzt auch durchziehen. Darum nehme ich Motherfucking Natsuki. Ich backe gerne Kuchen mit Weed. Was? Never mind. Anyway. Juri, du wirst doch alleine zurechtkommen. Natürlich. Ich bin sehr gewohnt. That's it. Juri ist melodramatisch. Okay, das ist alles, oder? Noch sonst noch was? Are you guys excited? Fuck yeah, endlich kann ich Mandingos fette Wurst sehen. What about you, Mandingo? Auch ich bin sehr interessiert. Juri, was ist mit dir? Soul King, keine Ahnung, was das heißt. Also ich würde eigentlich sagen, dass ich relativ gut Englisch beherrsche, aber ich übersetze es natürlich auch nicht immer mega gut, weil ich da keinen Bock drauf habe, logischerweise. Weil dann sitze ich da für eine Folge länger als nötig wäre. Aber das Wort Soul King, das werde ich jetzt tatsächlich nach der Folge nachschauen gehen. Dieses Wort sagt mir nichts. Natsuki hat keinen Bock. It's not a big deal or anything. It's just like, Juri hat das Gefühl, dass man sie nicht richtig wertschätzt. Keiner hilft ihr. Es ist mega tragisch. Natsuki schaut hin und her. Look, guys. Natsuki gibt ihre Hand auf Juris Schultern. Juri, du bist so mega talentiert und du hilfst uns, dass es mehr fun and welcoming wird.
Die Cupcakes werden natürlich auch helfen, aber du wirst die Atmosphäre special machen. Hör auf, blöd zu sein und gib dir mehr Credit. Das hast du nicht wirklich so gemeint, oder? Nicht wirklich, aber Monika und ich sind geschockt von Natsukis Worten. Natsuki, oh, sorry. Oh. Die 19-Uhr-Müdigkeit. Die 19-Uhr-Müdigkeit hittet halt anders gerade. Dabei habe ich gar nicht so viel gegessen heute. Ich habe wirklich wenig gegessen. In der Früh habe ich zwei Honigbrote gegessen. Und zum Mittag habe ich ja so eine Aufbackpizza gegessen, beziehungsweise das war am Nachmittag. Und nicht, dass es irgendwen interessiert, aber ich sag's trotzdem, who cares? Und eigentlich schaue ich nehme zwar manchmal Multivitamin-Tabletten, aber ich schaue auch, dass ich eigentlich immer einen Apfel isst. Also zumindest einen Apfel pro Tag, weißt du, wie es ist? Wie man sagt, one apple a day keeps the doctor away. Na, aber es ist wirklich so, dass ich, also wenn ich zu wenig Obst habe oder zu wenig Gemüse, ich bin jetzt nicht so der große Gemüse-Fetischist. Also bei Gemüse merke ich es weniger, bei Obst eher. Wenn ich ein bisschen wenig Obst habe, dann denke ich mir immer, ja, irgendwie ein bisschen nervig. Beziehungsweise ich will dann eher Deficiency, aber bei Sch Fleisch ist es ganz schlimm. Also wenn ich länger als 2 Tage Fleisch habe, dann fühle ich mich nicht gut. Also ich verstehe nicht, wie man vegan sein kann oder so. Das würde ich gar nicht aushalten. Also kann mir vorstellen, dass es als Frau vielleicht leichter ist. Aber von meiner Seite her, Veganism oder schwierig, also wie das gehen soll, würde mich interessieren. Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht, sagen wir mal so. Ich brauche schon ein Schnitzel ab und zu auch. Natsuki, wieso bist du so motherfucking encouraging? Natsuki wollte Sayori imitieren. Sayori ist nicht da, aber Sayori versucht immer alle quasi nach oben zu bringen. Es tut mir leid, dass ich dumm war. Ich werde mein Bestes geben. Und alle werden sich anstrengen, dass es ein gutes Event wird. Ich hoffe, dass alle ihr Bestes geben, damit es ein gutes Event wird. So. Ich werde hier noch etwas länger bleiben, weil ich muss noch ein bisschen lesen und so. Das sind meine Mangas und mein Zeug. Fair enough. Jeder packt seinen Ranzen, seinen Schulranzen, Ranz. Ich folge Monika und Yuri. Natsuki sagt, oh my God, wohin gehst du? Bitte was? Wir müssen ja immer noch unser Wochenende planen, wenn du verstehst, was ich meine. Du wärst nach Hause gegangen und wärst draufgekommen, dass du nicht einmal meine Nummer hast, Baby. Jesus Christ. Gib dir meine Nummer, Baby Girl. Das ist nicht weird. Also sollte es weird sein. Habe ich Natsukis Nummer, jetzt kann ich hier Dickpics schicken. Warte, du kommst in mein Haus? Ich habe gedacht, ich komme in dein Haus. Das ist auch sowas, was irgendwie unrealistisch ist, weil normalerweise man ladet sich ja nicht selber in andere Leute Häuser ein. Verstehst?
Das macht ja gar keinen Sinn. Ich verstehe auch gerade nicht, warum er die Desktop-Audio bei meinem OBS zeigt, er gerade an, dass gar kein Desktop-Audio mehr ist. Ich hoffe, das Audio ist jetzt nicht ausgefallen vom Spiel, aber whatever ist bei dem Spiel ja nicht so wichtig. What's wrong with that? Ja, wie gesagt, gerade das, was ich erklärt habe, das gebietet die Höflichkeit, sich eigentlich nicht in andere Leute Häuser einzuladen. Also. Eben, Mendingo sagt ganz richtig, wie das Sache ist. Und Natsuki sagt, kein Mann betritt ihr Haus. Ihr Dad wird sie umbringen, warum auch immer. Also, das ist ja auch wieder so ein interessantes Klischee, so nach der. Das haben sie in Amerika, so, ich weiß nicht warum. Aber so irgendwie so nach dem Motto, ja. Wenn der Typ, also wenn man irgendwie eine Tochter hat in Amerika und irgendein Typ halt nimmt die halt mit und kommt eine halbe Stunde zu spät nach Hause mit der, dann wird ein schon, schaut er schon in einen gezückten, gezogenen Shotgun-Lauf, so auf die Art, nicht? Ich meine, ist natürlich überspitzt dargestellt, aber. Ist irgendwie ein interessantes Klischee, genauso wie das Red-Headed Stepchild ein interessantes Klischee ist. Weil das wird dann ja quasi implizieren, dass alle Leute mit irgendwelchen Redheads Affären haben, nicht? Was irgendwie auch nachvollziehbar ist. Weil Redheads natürlich schon was Nices sind. Aber trotzdem. Interessante Klischees. Wirklich? Das ist schon ziemlich streng. Weil ich spiele mich da gerade nebenbei mit irgendwelchen kleinen Lego-Ersatzteilen und mir ist da jetzt gerade wieder was runtergeflogen. Das kann ich dann jetzt wieder ewig suchen gehen. Ach Gott. Ja, was glaubst du, wie ich mich fühle? Ich kann nie rumhuren gehen. Das ist so scheiße, anyway. Ich muss mich kurz bei dir auskotzen. Wir haben jetzt unsere Nummern, jetzt kann ich dich ständig nerven. Ich werde dich texten, wenn ich zu dir komme. Alrighty. Yeah. Ich werde dir zeigen, warum ich so gerne backe, oder? Das ist so flirty. Better look forward to it, baby. Hast du nicht gesagt, du wirst mir nur die dirty work überlassen? Das ist sowieso geil. Sie kommt in mein Haus und sagt, sie überlasst mir die dirty work. Das ist sowieso das Geilste eigentlich. Well, ich habe das nur gesagt. Ich hätte ja nicht jedem zeigen können, dass ich mich mega auf dich freue, Baby. Ja, kind of. Ich habe noch nie mit jemand anderem zusammengebacken. Es geht nur darum. Es geht nicht darum, dass ich mega auf dich stehe oder so. Alrighty, alrighty. Verstehst schon. Anyway, I'll be heading out now. See you on Sunday. Never mind. Also kommt zu mir in meinem Haus. Oh mein Gott, Anxiety. Lass anbandeln. Ich denke mir immer wieder so, irgendwie so Doki Doki Literature Club. Ist irgendwie so ein interessantes Novelspiel. Deswegen. Weil, sagen wir mal, ja, irgendwie so aus dieser Nostalgie-Ecke
diese Schulzeit wieder kommt, nicht? Es ist noch nicht so lang, es ist erst ein paar Jahre her und ich denke mir irgendwie so, es ist so surreal, irgendwie, wenn man in der Schule ist, denkt man sich immer so, da ist schon wieder was runtergefallen, ich muss aufhören zu hantieren, aber es ist so schwierig. Ich muss irgendein großes Teil nehmen. That's what she said. Nimm mal das. Das würde mehr Sinn machen, wenn ich eine Facecam hätte, aber egal. Heute bin ich irgendwie im Philosophie-Modus, ich weiß auch nicht warum. Commentary vielleicht. Wir können es als Commentary-Gameplay sehen. Na, aber ich wollte nur sagen, wenn man in der Schule ist, denkt man sich immer so, ja, scheiß Schule und bla 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 und so, nicht? Und das Absurde ist, dass man dann irgendwie, wenn man dann draußen ist, den ganzen Scheiß vermisst. Obwohl's. Man vermisst aber nicht so 80%, sondern man vermisst nur diese kleinen Momente zwischendurch. So, wenn man irgendwas Geiles macht, als Klasse so irgendeinen Scheiß macht, aus der so irgendwie. Keine Ahnung, da haben wir irgendwie Pizza in die Klasse bestellt und dann ist halt der Pizza-Dude vor unserer Klasse gestanden und dann hat uns die Lehrerin hat den Pizza-Dude verjagt und so weiter und dann haben wir ihm am Gang irgendwie das zahlen müssen und so oder so blöde Sachen. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich mache es jetzt nicht, aber ich sage nur, solche Kleinigkeiten halt. Das kommt dann irgendwie wieder hoch, so. Und das waren ein paar Prozent von der Zeit. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, bei euch ist, aber das war so ein paar Prozent. Aber diese paar Prozent, das ist dann das, woran man sich erinnert. So drei Viertel von dem Scheiß, das hat man schon komplett vergraben im Unterbewusstsein, das interessiert nimmer, nicht, aber ja. So ist es dann, ja. Es ist zu früh, um mit dir ein Verhältnis anzufangen. Only time will tell. Aber jetzt habe ich gerade mega Bock auf Natsuki. Let's fucking go. Ja, ich meine, wenn sie schon im Haus ist, dann ist es eigentlich schon halb gegessen, nicht? Ich frage mich, ob sie sich anders verhalten wird, mir gegenüber, wenn es nur um uns zwei geht. Meanwhile hat sie mich sehr viel zugetextet. Wir haben eine Konversation angefangen. Sie hat am Telefon so wie eine andere Personality. Sie verwendet Cute Language. Und sie regt sich über viele Sachen auf. Aber scheiß mal auf Natsuki. Ich habe nichts von Sayori gehört. Wir texten uns nicht ständig, aber ich bin irgendwie worried. Ist es wirklich okay, dass ich Sayori komplett ignoriere. Ich sag Sayori einfach, dass ich sie besuchen gehe. Once I reach Sayori's house, I knock on the door before entering myself. Das ist auch interessant. Er kann einfach reingehen. Also ich kann einfach reingehen, sozusagen. Es gibt da kein Schloss und also es ist auch, da schaut er die Holztür an, da. Bei der Holztür, da ist kein Schloss und nix. Also, ich meine, ist ein schönes Haus, aber der Balkon ist ein bisschen weird, aber trotzdem. Was bringt eine Tür, wo nix ist? Da kannst du es gleich leer lassen, ne? Again. Wir sind früher immer in die anderen Häuser gegangen, wir sind immer Family. We are Family.
Oh Gott, ist Sayori tot? Na, Gott sei Dank nicht. Ich hab schon Angst gekriegt. Ist es nicht, dass sie sich irgendwie aufhängt oder so? Ist sie das, die sich aufhängt? Irgendwer hängt sich auf. Das war auch einmal weird. Das war noch bei der alten Mathelehrerin in der Unterstufe. Das war auch ganz ein komisches Feeling. So. Da waren wir mal in irgendeinem anderen Raum, in irgendeiner anderen Klasse. Und dann unsere alte Mathelehrerin sagt, erzählt uns irgendwie so eine Geschichte, wie sie mal in den Raum gekommen ist. Und da hat sich einfach wer auf, einer aufgehängt gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Dude war oder... Also, oder ein Mädchen, aber jedenfalls... Die Mathelehrerin hat uns die Geschichte erzählt, ja. So, auf die Art, da hat sich einer aufgehängt. Und einmal, das war, wo ich, da war ich auch, das war auch in einer Gruppe, ich müsste es weiter ausholen, aber das war in einem Matura-Jahr quasi. Also das war nicht die, nicht meine Stammklasse, sondern es war eine andere Klasse, ist ja scheißegal, jedenfalls. Ich habe den Typen nicht gekannt, aber ich bin einmal neben dem Typen gesessen. Und ich habe mit dem überhaupt nicht geredet. Und dann komme ich halt so rein. Also ich bin halt nur kurz gewesen quasi. Nicht? Also ich habe diese ganzen Leute nicht gekannt. Ich war da nur ein paar Mal. Umstände sind jetzt egal, das wird zu weit führen. Jedenfalls, ich sitze halt neben so einem Dude. So ein unauffälliger Dude halt, so... Keine Ahnung, so halt braune Haare oder schwarz oder was auch immer. So Inländer halt, so braune Haare oder was, so Jacken halt, so Lederjacken und so. Spielt sich so am Handy rum. Mehr habe ich nicht gewusst, ich weiß nicht einmal mehr, wie der geheißen hat. Und sitzt halt dort neben dem und dann am nächsten Tag komme ich heim so. Die Englischlehrerin so fast am Weinen, so irgendwie so. Ja, der hat sich halt irgendwie umgebracht gestern oder so. Und das ist halt schon ein weirdes Feeling, selbst wenn du den nicht kennst, so, da sitzt so da und dann so, ja, der hat sich umgebracht, so, okay, what the fuck. Und das war dann halt irgendwie fast so, ja, keine Ahnung, wer das war, aber sheesh, okay. So, keine Ahnung. Seltsam. Anyway. Sayori ist im Schlafanzug. Sayori sagt, du bist lang nicht rübergekommen. Was ist passiert? Ja, da würde ich sagen, das stimmt. Es ist schon lange her. Was hat denn sich verändert in der Zwischenzeit? Sayori's Room ist immer noch messy. Sind immer noch die gleichen Stuffed Animals. Well. Wenn du öfter bei mir wärst, dann wäre es keines eine Mess. Weil ich immer alles aufräume für dich, meinst? Warum bist du auf einmal random zu mir gekommen? Wolltest du nicht dich mit Natsuki treffen? Richtig, aber warte, woher weißt du das? Sayori war bereits weg, wo wir das ausgemacht hatten. Monika hat es mir gesagt. Monika muss ja mir sagen, was in Festival Preparations vorangeht. True, aber was ist mit dir? Gibst du nicht Monika today? Of course. Ich helfe nur online. Wir wollten nicht irgendwie uns treffen oder so. Ist nur ich und Natsuki.
Die Situation ist awkward. Sayori schaut mit leeren Augen in den Raum. Ich wollte nur schauen, wie es dir geht. Du bist irgendwie down. Wenn es dir nicht gut geht, dann bin ich zur Stelle. Kenn dich. Das ist nicht gut, mein Dingo. Warum kann es nicht so sein, wie es immer war? Ich hätte nicht meine Gefühle expressen sollen. Du wärst nicht hergekommen, wenn ich nicht irgendwie meine Gefühle expressed hätte. Du würdest nicht einmal an mich denken. Aber das ist nur meine Bestrafung. Ich werde bestraft, weil ich so selfish bin. Deswegen hat die Welt entschieden, dass du heute rüberkommst. Sie will mich nur foltern. Ja, also man kann eben quasi schließen, mega depressed, nicht? Jeder, der schon mal so ein bisschen so stärkere Down-Phasen gehabt hat, fühlt das jetzt natürlich anders. Das sind dann halt immer so Aussagen, die man dann so, ja, die kann Sinn ergeben, so auf die Art, so ja. Und vor allem dieses Schuld, das mit der Schuld und so weiter, das ist ja da dann immer nicht. Sayori, was laberst du? Hörst du dir selbst nicht zu? Irgendwas ist doch vorgefallen. Was ist passiert? Sag's mir. Du hast mich getrappt. Nichts ist passiert. Ich war immer schon depressed as fuck. Sayori war immer schon mega depressed. Hast du gewusst, dass ich mega depressed bin? Warum glaubst du, dass ich immer late to school war? Weil ich meistens keinen Grund finde, aus dem Bett aufzustehen. Ich bin wertlos, bla bla bla. Warum sollte ich in die Schule gehen? Warum sollte ich essen? Warum sollte ich Freunde finden? Ah, bla bla bla. Ja, ja. Geschockt. Wie kann es sein, dass Sayori diese Depressionen versteckt hat? Sayori, was soll das? Warum? Warum hast du mir nie gesagt, worum es geht? Es fühlt sich an, als wäre ich betrogen. Ich hätte dich supportet, wenn ich das gewusst hätte. Ich kann zwar nicht so viel für dich machen, aber ich hätte mich ein bisschen angestrengt, dass es dir ein bisschen besser geht. Wenn du mir gesagt hättest, dass du mega depressed wärst, dann hätte die Sache schon ein bisschen anders ausgeschaut. Deswegen bin ich ja dein Freund. Du hättest mir nur sagen müssen, worum es geht. Du verstehst überhaupt nicht, worum es geht. Warum glaubst du, dass ich es dir nicht gesagt habe? Weil ich mich schäme. Aber wenn ich dir das gesagt hätte, dann hättest du Zeit mit mir verschwendet, anstatt important things zu machen. Ich will nicht, dass sich jemand um mich kümmert. Es ist nice, wenn sich Leute um sich kümmern. Aber es fehlt. Fühlt sich auch an, als würde jemand mit einem
Baseballschläger mehr gegen ein Head hauen, also gegen den Kopf. Ja, und das ist halt mit diesen mentalen Geschichten, das ist halt schwierig, gell? Weil es wird dann halt immer gesagt, ja, es gibt dann so Patentlösungen für, sagen wir so, also ich bin mir nicht sicher, ob für alle Leute, die irgendwelche Störungen haben, so eine Psychotherapie oder sowas einen Sinn macht, ob es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten für die selber geben muss, dass die da irgendwie rauskommen, weil ich glaube schon, dass das auch Sachen eben dann verschlimmern kann. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht, ich habe da jetzt nicht lange drüber nachgedacht, aber ich sehe das schon ein bisschen kritisch.